So, Leute, ich habe meiner lieben Stream-Zuschauer und Tischwarsche machen gleich noch die Garados-Box mit auf, weil wir können ja nicht auf InBean stehen. Und die gibt es dann demnächst irgendwann mal im Stream, die drei Boxen, die hier hinten stehen. Und wir wollen jetzt wissen, was in Garados drin ist. Ich muss mich erstmal beim Sora, beim Kingdom Hearts entschuldigen, dass ich ihn gerade vergessen habe bei der Verabschiedung im letzten Video. Sora, es tut mir leid, du darfst dafür jetzt das Glückspack auswählen. Und ich hoffe für dich, du hast Glück, denn ansonsten bist du dein Schwert erstmal los eine Woche. So. Unser kleines rotes Gardevoir. Wir haben ja schon die Secret Rare davon gezogen. Wir haben die Full Art von Mega. Mir fehlt eigentlich nur noch die X-Karte in Full Art. Ob wir das jetzt schaffen, sei mal dahingestellt. Und ich muss erstmal gucken, was wir hier jetzt für Booster Packs drin haben. Timbox habe ich auch schon beim letzten Mal gezeigt. Sollte also klar sein, dass da außen drauf die Pokémon sind. Und ja. Ist eigentlich selbsterklärend. Wo packe ich jetzt so weit hin? So wenig. So viel Fenster und so wenig Platz. Erstmal unsere Gyarados EX-Karte. Die wunderschön aussieht, ist sehr, sehr spielstark im Wasserdeck. Also kann ich euch bloß empfehlen, wenn ihr Pokémon TCG Online spielt, versucht ein Wasserdeck zusammen zu basteln mit Gyarados. Die ist extrem gut. Und werde ich wahrscheinlich bei Noobs of Kotz immer demnächst versuchen, mal ein Wasserdeck zu spielen. Stürmische See und die Verbrühung. Angebrüht. Drückst du hier? Nee, drückst nicht da. Drück kann ich nicht anbrühen. So, Sora. Entschuldigung, fürs letzte Mal. Du darfst raussuchen, welches Glückspack wir jetzt haben. Wir haben einmal Sherox als Mega-Pokémon, Mega Mewtwo X, Kangama als Mega oder Groudon. Hiro, du bist nicht gefragt, wir wollen das von Sora wissen. Mega Mewtwo. Nein, ich will das von Sora hören. Nimm das Sherox links, okay. Also, Sherox ist das Glückspack. Wenn da eine Mega Sherox EX drin ist, dann werde ich Sora küssen und 3 Tage ohne Nächte vergewaltigen. Nein. Jetzt mach ich bloß mit Kiro. So. Oh, das gibt einen Schläger. So, 1, 2, 3. Wir gucken, was im Turbo-Start drin ist. Ich hoffe, was Gutes für euch. Sonst gibt es hier Permabans. Megalon, hässliches Pokémon. Hässlich wie die Nacht. Dann haben wir Pinsir, Reshat, ne, pinsifiziert. Staravia. Tuska. Pomel, ich wollte gerade sagen, Flomel. Pomel. Angepomelt. Geronimatz. Schneebedeck. Ein Wablu, ein Reverse Trassler und der letzte Karte ist ein Krillcheetah als normale Rare. Wow, Krillcheetah. Hey, ich muss echt sagen, ich finde Pinsir wirklich hübscher als Megalon. Wo ist die Gyarados EX? Leute, danke an Kiro fürs Hosten. Leute, Flammeer ist Glurak Full Art drin. Und ich will diese Karte. Ich will entweder die Secret Rare Glurak X oder Glurak Full Art. Das wäre echt so episch. 1, 2, 3. Alright! Danke an Chris fürs Hosten. Bitte hört mal auf fürs. Oh, wartet. Wir machen es ganz einfach. Wir machen es ganz einfach. Ansonsten habt ihr Spaß dran, mich zu ärgern beim Hosten. Ich mache einfach die Follow Alerts aus der Weile. Da könnt ihr hosten, wie ihr wollt. So, wir machen weiter. Mit der Trickschaufel. Mit Galoppa. Quaffwaff. Marlin. Visor. Seemops. Surukex. Leufeo. Einem Reverse Shinux. Und einer Magnezone EX in Full Art. Das ist unsere zweite Full Art aus 2 Tinboxen. Und eine Full Art oder eine EX-Karte, die ich bis jetzt noch gar nicht da habe. Was inzwischen vielleicht doch mal besser ist. Flammenmeer war das. Flammenmeer ist halt echt. Nice. Angeneist. Übrigens Gruß an Troix an der Stelle. Ja, Leute.
So sieht's aus, so sieht's aus, wie man Karten aufmacht. Er ist halt. Ich bin halt der Glücksboy hier. Also bei Gate to the Games, ne? Übrigens, Booster Packs bei Gate to the Games immer da bestellen, Leute. Mit Gutscheincode BMON zum Schluss eingeben und 5% auf eine Bestellung bekommen. Kann ich euch bloß empfehlen. Macht's. Macht's, macht's, macht's. 5% sind schon Versandkosten bei 2 Displays. Kiro, ob der Host Glück bringt, werden wir jetzt sehen, wenn da nochmal ein Nex rauskommt. So. Nächste Runde mit dem Protoshock-Pack. Die Erinnerungsstätte. Vibrava. Geradax, ne? Leute, Geradax. Zapladin. Nidoran-Weibchen. Tentacha. Flemli. Hippopotas. Einem Reverse Voluminas und einer Mega Akron EX in Full Art. Leute, was ist denn los? Alter, was ist denn los bei uns? Das Lustige ist, ich muss euch das jetzt nochmal im Video erzählen. Ich habe das schon auf Twitter und im Stream öfters mal gesagt. Ich habe die Boxen, die Garados und die Machomai Box, wirklich nur aus Zufall bestellt. Ich wollte eigentlich die Boxen bestellen, die im Hintergrund stehen, und habe die einfach bloß durch stummen Zufall bestellt. Und habe dann mit dem Markus von Gate to the Games geschrieben, hat gesagt, ja, kein Problem, schick die zurück und wir schicken dir dann die anderen Boxen zu. Ich habe dann geschrieben, nö, pass auf, ich mach die off und ja, okay Ding, eine verlose ich und die restlichen 2 mach ich off. Ich bin so froh, dass ich die nicht zurückgeschickt habe. Echt jetzt, ey, das ist, alter Falter, heute geht's los. Kriegen wir jetzt den Full Art Hattrick im letzten? Das wär jetzt so episch. Durchgelackt. Ist echt so, so. Sora. Wenn jetzt die Mega Sherox EX Full Art drin ist. Ohne Spaß, dann gibt's echt einen Schwarzer. Holy moly shit. Was geht denn hier ab heute? Alter Falter. Das muss Glück bringen, Leute. Morgen 15 Uhr. Also, wenn ihr das Video seht, ist schon längst vorbei, aber die jetzt im Stream sind, morgen 15 Uhr bei Gate to the Games auf dem Kanal gucken. Da kommt ein Video von mir, bitte supporten. Supportet mich, Leute. Hä? Das neue Kartenmarkt können wir gerne tauschen. So, wir machen weiter mit Knarxel. Der Halbstarke. Dem Top-Elixier. Wenn jetzt noch ein EX kommt, ich dreh durch, ey. Kramokles. Pam Pam. Elezeba, Sterndu, Xiao, einem Reverse Garchomp. Micha, bringst du mir Glück? Nee, du bringst mir kein Glück, Tressella. Jasora, das heißt natürlich wohl in der Woche ohne Mod, es tut mir leid. Ja, man muss auch mal hart sein im Leben. Nein, Leute, wir haben echt gut gezogen, wir haben sau gut gezogen. Von der Tinbox, wo eigentlich bloß 4 Booster-Packs drin sind, haben wir in 2 Booster-Packs eine Full Art drin gehabt. Das ist echt grandios gut. Also, ich weiß nicht momentan vom Wert her so aus dem Stegreif, wie viel die Karten wert sind, aber ich denke mal, wir haben durch die 2 EX Full Arts die Tinbox schon wieder drin und wieder bezahlt. Also, das ist echt gar nicht mal so schlecht gewesen. Und ich würde sagen, wenn ihr gute Karten haben wollt, dann bestellt bei Gate to the Games. Günstig, gut, schneller Versand. Kann es wohl empfehlen. Ansonsten würde ich für die Leute auch keine Werbung machen und die nicht so hoch anpreisen. So, das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch bitte ein kleines Däumchen nach oben da. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Und ich gucke jetzt auch schnell, wer bei mir im Stream ist, um den Leuten einen kleinen Gefallen zu tun. Dann sind sie nämlich berühmt und kommen auf YouTube und sind ganz, ganz cool. Also nochmal danke an Ampha, 1211, Amadoschaden, Wieslab Aim, Cliffzone, Antichrist, Elvis HD, Exit Mind, General Vane, Chris Perrick, Lila Arus, ich will immer Lila Anus sagen, Lila Arus, Miniclot, Snaybang, Niklas, Seth, The Game, Winix 1337, Cidicus 30, Body Dragon, Bimonbot, an dich ein besonderes Dank, an den Bimonstar, vor allen Dingen für die Videos, extremes Danke. Danke an Kiro, Sora, Sabrina, Max Absolut, Pinsifiziert und den, ja, den Prophylaxo und den Revlobot natürlich. Und ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns im nächsten Booster Opening Video oder ansonsten in einem Battle oder so. Bis dahin, haut rein und ciao.